Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NFMatchMap auf der Brücke. Zusammen mit meiner Frau versuchen wir uns gerade irgendwie loszureißen. Und ja, der Gegner, ich weiß nicht genau, was er macht. McManus und hallo. Frisi. Hallo. Ja, moin moin. Schleppst mich ab. Was machst du denn da? Schleppst mich ab. Bei uns hat es sich ein bisschen verhakt. Nimm mal den ersten hier, oder? Habt ihr verknudet? Ja, auf der Brücke auch noch irgendwie. Ja, heiß und innig. Das sieht auch gut aus hier, also schöne Bilder, genau. Der sieht echt gut aus. Der, wie heißt das hier, der Unimog hängt in der Ballenpresse hinten dran und wird damit abgeschleppt, ist hochgeboxt. Das ist echt ein Bild. Also, wenn ihr das Chaos sehen wollt, voll um Mimo anders, bei der Obstfarm, das sieht echt gut aus. So, schleppe ich dich weiter ab, oder? Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze wieder auseinanderkriegen. Wenn wir die Fahrzeuge zurücksetzen müssen, haben wir echt ein Problem. Wie alt seid ihr eigentlich, wenn man fragen darf? Hatten wir das schon mal? Nee. Ich sag immer, jünger als Gronkh. Mitte 30. Du bist Mitte 30? Ja. Krass, ne? So alt schon. Traurig, aber wahr. Nee. Aber deswegen habe ich auch Counter-Strike schon gespielt mit 18, ne? Ja, aber wie alt bist du? 36. Oder? Ja. Ihr seid ja noch Jungspunde, ne? Da im Vergleich. Ich will ja nicht sagen, aber du bist ja gerade mal 2 Jahre älter wie ich. Ja. Dachtest du, ich wäre noch älter, oder? Ja, ich überlege gerade. Lass dich nicht vom Tino verarschen. Tino ist 40, ey. Was? Mindestens, oder? Ja, ohne Scheiß. Er verarscht doch hier mit 34. 40 ist der junge Mann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was? Nee, danke. Das ist so. Echt? Ja, Büssi, aber nach deiner Rechnung müsstest du ja 15 sein. Aber ich versuche mich gerade zu erinnern, auf der Farmcon, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, also meistens höre ich, dass ich noch nicht ganz so alt aussehe. Ich meine, 36 ist ja auch relativ, ne? Also, aber du willst zu Anfang auch nicht verraten, wie alt ist. Ja. Meine Frau ist noch ein bisschen, meine Frau ist noch ein bisschen jünger. 20. Ja, Mitte. 25? 26. Aber euch war doch auch dann nicht viel Unterschied, oder wie? Hm. 27, glaube ich. Ne, 28. 28 ist er. Ja, Hauptsache man weiß, wann der Geburtstag ist, ne? Was? Ja, das ist ja. Du hast dir nochmal gegönnt, ne? Viel. Ja. Ja, sagt er nur. Ja. Ja. Läuft, denn bei mir läuft es. Genau. Na gut, wenn du 40 bist. Nee. Ja, leider. Wo ist denn der Wickler jetzt? Was machst du? Fährst du da jetzt im Kreis am Hof, oder? Ja. Warum? Erst überlegt, in den Kompass. Dann liegt der. Warum muss ich mich immer dir? In der Bienenpass, oder? Ja. Tut mir leid, Schatz. Mit dem. Frisi ist ja auch irgendwas mit 30 dann schon, oder? Ich bin 31. Oh, Altherren. Bist du denn? Anderes Feld, das ist der Düngerstreuer. Das ist auch schon gemäht. Au. Über die rechts. Gar nicht gelohnt, nochmal herzufahren hier. Weiter oder was? Ein anderes Biogasanlagenfeld. Oben. Oh. Oben. Drehen bitte. So. Nein, guck doch auf die Karte. Habe ich doch. Verständigungsschwierigkeiten. Dann auf der anderen Seite. Ja. Bring dir jetzt mal. Dann komm doch bitte. Den Ladewagen. Du kriegst das doch bestimmt auch alleine hin. Du musst den Versatz fahren. Fand mich ab, ich ernte. Ich kann auch noch Stroh sammeln. Ich will auch noch hin. Dann kannst du da weiter düngen gleich. Was machst du denn? Naja. Mal das nächste in Angriff nehmen. Ja. Sorry, wird das rumgekauert, aber ich musste jetzt gerade mal meine leckeren Haferflockenplätzchen essen, ey. Boah. Was für Haferflocken? Danke. Haferflockenplätzchen. Selber gebacken. Plätzchen, ja. Selber gebacken.
Zarten Haferflocken. Zarte Haferflocken. Ey, das ist wichtig. Also nicht die groben. Nee, jetzt mach ohne Scheiße. Nein, ja, aber ja, lacht halt, ne? Aber es ist wirklich wichtig. Gibt da die Zarten und. Alter. Nee, das ist so. Das ist für den Darm wichtig, Mann. Das geht nach dir. Okay. Das geht ein bisschen zu weit. Wieso? Da siehst du doch, wie weit das ist. Ich meine, der Darm. Aber es auch schmeckt. Ist am Tag immer gute 100 Gramm Haferflocken. Super Kohlenhydrat, super Energiequelle. Wenn du halt dann noch jeden Tag Sport gehst, dann brauchst du ja irgendwas. Ja. Du siehst schon, dass Ulimog fast keinen Sprit mehr drin hat, ne? Fährst du damit zur Tanke? Busy. Ja, was ist denn? Was hast du gegen meine zarten Haferflocken? Hör auf. Eingabe. Wieso, du müsstest mal noch das Feld hier bestellen nebenbei. Ja, mach ich auch noch. Kannst du nichts abteilen? Alter. Du mal dir den Ladewagen hinten dran hängen, bitte. Was machst du denn? Einfach Enter-Taste. Oh, ich muss wie du mitbekommst, spielen wir gerade unser Ass aus, Shelly. Wie bitte? Wir spielen gerade unser Ass aus. Ach. Ja, du bist unser Ass. Du blockierst gerade die Arbeit da drüben auf dem Westhof. Genau, im Resthof. Mhm. Nicht gewusst wie, aber wir üben noch. Das muss man ja sagen, für 2 Wochen LS oder mittlerweile 3 Wochen LS läuft. Ja. Und trotzdem werden wir gewinnen. Und trotz Laptop. Natürlich ein bisschen die Krücke ist. Und ganz schlecht ist er auch nicht, aber. Also, du sagst die ganze Zeit, dass ihr gewinnen werdet, aber irgendwie stehst du nur am Hof rum. Der steht am Hof. Ist sie geklont? Steht sie nicht am Hof? Nee. Okay. Wer steht denn? Habt ihr dritten Mitspieler hier oder was? Also, das ist ja ein Regelbuch dann, ne? Also, oh. So wie mit dem Holz. Hast du den hinten dran gehangen jetzt für sie? Ja, warte, ich bin hier gerade was am gucken. Jetzt hier einmal quer über die Karte, muss erstmal ein bisschen tanken, sonst steht er wahrscheinlich gleich auf dem Feld und dann haben wir ein Problem. Oh, ich muss jetzt kurz mal hier die Haferflocken setzen, direkt in meine kleine Fressraube reinschieben, ey, das gibt's ja gar nicht. Ey, jetzt kommst du sich hier am Spielen hier, oder? So, jetzt musst du hier Gas geben, Shelly. So weit links, mehr rechts. Ja, ja, ja. Junge, du sollst den Weizen runterholen. Was ist richtig mit dir? Die Spionage hier schon wieder vor Ort. Läuft doch. Das ist ja noch Gras, was ich nicht gesammelt habe. Gut, Weizen. Straßenverkehr haben wir noch ein bisschen. Wild. So, der Ding könntest du voll machen. Aber ne, hat noch gut, ne? Passt, ja. Mal gucken, wie ist denn der Wachstum jetzt auf 7? 7. Nee, wir haben sehr wenig. Wollen wir nicht auf 18? Dann unterschiedlich, ne? Findest du? Lass das an. Irgendwann. Sollen wir schon warten noch? 18 Uhr, Freunde. Gleich. Jetzt. Von 18 bis 6 haben wir gesagt, ne? Nee, von 20, oder? Ich weiß es gar nicht. Von 18 Uhr direkt? Nee, oder? Nee, kann auch sein, dass wir von 20 bis 8 Uhr. Ja, ich glaube, wir hatten noch 2 Stunden mit zur Brücke. 8 bis 8. 8 bis 8? War so. Ja, wäre ja dann 8 bis. Jetzt ist aber 18, 20. Ja, ich habe wieder langsam gemacht. War mir jetzt nicht sicher, was wir gesagt haben. Also 20 bis. Wann macht die Brücke auf? Auf heißt, wir kommen nicht mehr rüber oder auf heißt? Wann macht sie wieder. Also, wann schließt sie wieder, dass man drüber fahren kann? Morgens um 8. Ja, dann 20 bis 8, glaube ich. Jetzt haben wir 2 Stunden geschlossen, plus die Nacht eben, die wäre schnell vorspulen. Ja. Und dann spulen wir bis zu dem Zeitpunkt, wo die Brücke sich geöffnet. Ja. Das bringt manchmal auch noch einen ganz interessanten Aspekt mit rein, gerade zu schauen, Aspekt, wann bringt man irgendwie Zeugs in die Mitte. Wenn die Brücke schließt, bringt man schon vorher was hin, weil man zum Beispiel, wenn die Brücke dann öffnet, es nicht schafft. Muss anders dimmen. Irgendwie Kompost zum Verkaufen.
das, was da drauf ist. Ja, verkauf das wohl. Ist voll, wa? Das, was auf dem hier... Ja, den brauche ich aber. Was auf deiner Ladefläche drauf ist. Brauche ich, das sind 3000. Brauchst du? Mhm. Haben. Schön. Wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen umdisponieren für sie. Lass mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert, ja, wie ich denke. Da kannst du den Autostack. Ich muss den ganz kleinen Leuten nehmen zum Anhänger ziehen. Guck, der hier drin kann erstmal hier an der Seite stehen, oder? Der Rote hier? Irgendeine Kolli drin, ne? So. Funktioniert das Gerät überhaupt? Nie benutzt. Fahr vielleicht hoch, runter, oder? Oder hast du zu viel Wendemanöver? Geht's so. Ja, ich dachte, ich bin hier die ganze Zeit alleine und wollte eigentlich nur hin und her, also neben mir fährt, weißt du? Hm, ach so. Was denn? Was geht hier? Wegen des Pumpen? Was machst du denn da? Wollt ihr da vorfahren? Was macht ihr? Was geht bei euch schief? Gar nichts. Was bist du denn da raufgefahren? Hey, was steht hier rum? Da ist so ein komisches Teil gewesen. Ah, ja. Ah, Frau hängt auf dem Gewicht fest. Wow. Komplett aufgebockt. Ja, nimm den anderen Traktor und schieb ihn ein bisschen an und. Ja. Aber mach ruhig in Ruhe, alles easy. Ah. Ja, lass dich nicht stressen. Nee, immer mit Ruhe, Shelly. Ein Troll. In der Ruhe liegt die Kraft. Kannst du uns hier in die Ausdauer noch schnell ein Käppchen bringen, wenn du willst? Ja. Nee. In Blonden bitte. Also, kennt ihr das? Blond und süß bei Kaffee? Ja, ne? Ja. Süß ist ja. Aber süß ist ja echt. Dann kannst du es auch mit Kaffee lassen, oder? Ja, ich trinke ja nur blond. Ja, okay. Ja. Hell oder dunkel? Nur hellblond. Nee, das ist schon wichtig. Bin eher so der. Es ist auch ein Unterschied, ob du Sahne mit reinmachst oder Milch. Sahne gibt's bei mir überhaupt nicht. Wie ungesund Kaffee ist, Alter. Was? Ja, du hast ja, welche Studie hat dir das wieder erzählt? Oder wieso? Alle sagen, die Monster ist gesund Studie? Ja. Ja, verstehe. Und Kaffee ist gesund. Ja, immer in Maßen, ne? Nicht in Massen. Monster ist grün, das ist natürlich. Ah. Denke nicht. Aber Kaffee ist ja nun nachweislich nichts Ungesundes. Ach, das habe ich doch jetzt so Spaß. Muss ja nicht immer alles auf die Goldwaage liegen. Ja, bei Physi, ach. Ich merke schon, worauf das hier hinausläuft. Hast du nicht den hier? Den Wickler fahren und immer versuchen, einen Ball einzusammeln. Ja, ich bringe jetzt erstmal schnell. Wie siehst du, wenn du einen Ball, oder? Ich dachte eigentlich, dass ich den mit vollem ziehen kann, aber irgendwie hat er den Ball ja nicht gekriegt. Wenn du den mal eigenständig abfahren würdest. Was? Die hat es, sorry. Das ist ja egal jetzt. Nur fix hier rüber, Komposter rein und ab geht die Luzi. Also lädt das scheinbar nicht automatisch ab. Nützt ja nichts. Jetzt an die. Ich will soll ich da jetzt einsteigen? Kannst du, muss mal gucken, wie der angeht. So. Don. Jetzt zur Aufnahmezeit ist ja Wochenende, habt ihr immer schönes vor? Ja, wie war eigentlich die Party? War nicht Party jetzt oder war? Die war. War, ne? Ja. Die war nicht schlecht. Hast du ein bisschen Gas gegeben oder konntest du dich im Zaum halten? Nö. Ich, mein bester Kumpel und mein Schwager, wir sind als letztes, haben wir die Veranstaltung verlassen. Ja, aber vorbildlich 39 war ich wieder am Rechner aufgenommen, ne? Stimmt, hatte ich irgendwie Aufnahmetermin für irgendwas. Aber ich glaube, dann warst du nicht bis 1 Uhr da, ne? Warst du doch ein bisschen länger. Ja, aber auch nicht viel länger. Okay. Ging schon, aber es ging ja auch 18 Uhr schon los, ne? Gut, wenn man rechtzeitig anfängt, dann kann man noch rechtzeitig auch. Sag ich ja. Aber dann ist hier. Oh, das ist perfekt, dass du gerade da bist. Direkt in den B-Trag. Ja. Habt das? Soll ich dir jetzt hinterherfahren? Ja. Es ist ja egal, ob ich das jetzt verkaufe oder nicht. Naja, der Preis kann sich eh ruhig ein bisschen dauern. Das Gerät musst du irgendwie gucken, ob du es anmachen musst. Er schafft das nicht. Warum nicht? Mach das nicht. Was machst du da? Ich muss ein bisschen Ballen einsammeln können. Eigentlich muss ich ihn einfach reinziehen.
Das kann ich dir garantieren. Mach nochmal B. Meinst du wirklich? Ja, zurück und wieder ja. ran oder so, weil irgendwie muss er den kriegen. Ja, der verreckt schon mit 18.000. Kannst du schon in der Nähe vom anderen fahren, wahrscheinlich. Denn der gerät auch noch nicht so gut. Ich hab noch nie so einen komischen Ballenweg davon genutzt, muss ich sagen. Oder wir. Ist noch gar nicht gut. Mit den alten LS-17 Tagen lernen wir noch mal vollkommen neue Geräte kennen hier. Manuelles Holz verladen, manuelles Paletten verladen, Ballen selbst wickeln hier. Ja. Ich muss den also, einzeln abladen, wenn das fest ist. Da kann ich jetzt sagen, dass. Ich glaube, ich jetzt fast alles im LS gespielt, aber Tino ist so einer, der muss alles einmal ausprobieren, ne? Okay. Ja. Er muss halt alles machen. Zum Schluss fängt er auch nochmal an mit den Hülleschläuchen und so, das muss ja auch alles gemacht werden. Habt ihr auf der Marsch versucht, ne, irgendwie, oder? Versuchen wir immer noch, so ist nicht. Ich versuche immer noch Cosplay. Hast du die Folge gesehen, wo das Schlauch kilometerweit wegfliegt? Nee, aber irgendwie hast du es vom Hof wieder weggemacht oder wie war das? Also ich hab's nur so, wie gesagt, also nicht komplett gesehen, ich hab's meistens im Hintergrund am Laufen und ein bisschen hören, aber im Gucken komme ich meistens nicht, weil ich dann am Kadebastien bin oder was auch immer. Aber das Schlauchsystem, wie gesagt, ich hab's auch noch nicht getestet, keine Ahnung. Oh ja. Hey, wo bist du hin? Nächsten. Aber 100 Kamera. Gras übers Feld. Also. Hör auf mich immer verarschen. Die Kuhn nicht besser? Die kennt ihr doch auch, ne? Den Kuhn-Ballenwickler? Den habt ihr wahrscheinlich dann auch schon getestet, oder? Der Kuhn-Ballenwickler? Ja, geben die sich eigentlich nichts mit dieser günstigen Variante? Weil ich hatte doch überlegt, ob die sich vielleicht einen Unterschied machen, aber. Doch einen vom Kuhn und es gibt diesen, der 20.000 weniger kostet, glaube ich. Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Okay, na klar. Dann möchtest du die Information für dich behalten. Nee, kann ich jetzt wirklich gerade nicht beantworten. Alter. Dann. Ein weißen Pfeil im Monitor, das heißt, irgendwie ist komisch. Ja. Habt ihr ein schönes mit euren Silageballen gemacht? Schon ein Ziel erreicht, oder? Mit unseren Silageballen? Ne, die hatten wir da aber schon ewig verkauft. Ewig, das ist schon Wochen her. Ja, ne, eine Woche. Ja. Ist ja auch schon wieder eine Woche rum, ist halt. Und wieder Wochenende. Ja, eine Woche ist es jetzt her. Ja, man merkt, in einer Stunde schafft man nicht viel, ne? Wenn man ohne die ganzen Helfersysteme arbeitet. Naja, wir haben jetzt hier insgesamt, haben wir ja ein bisschen was über 2 Stunden Zeit. 2 Stunden 20, um genau zu sein. Sagen wir mal 2,5 Stunden haben wir hier Zeit. Immer montags. Da musst du schon ranklotzen, wenn du hier was reisen willst, ne? Ja. Ziemlich sogar. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist. Samstag sein, hatten wir gerade eben geguckt, ne? Ja. Die 5. Wochenende, ja. Das ist jetzt die 5. Ja. Ja. Ja, leichte Startschwierigkeiten. Die erste Folge hat man schon mal zur Hälfte irgendwie verdattelt, bevor man sich jetzt sicher war, was man nochmal genau machen wollte. Man hat sich ja vorher schon so ein bisschen überlegt, von wegen, das und das in die Richtung könnten wir gehen, aber dann stehst du auf einmal davor und dann weißt du wieder nicht, was doch der richtige Plan ist. Dann hängst du da, wo wir eben mit den Mähwerken ganz am Anfang so Probleme hatten. Das Ansehen hätte ich auch nicht gedacht, dass es irgendwie über 3 Folgen dauert für ein Feld. Man echt alles wieder unterschätzt. Warte mal, wir müssen uns mal ganz kurz ausklinken. Ja. Mir ist ja gerade was eingefallen. You were moved. Oh, hätte ich bloß nichts sagen sollen, wa? Hm. Das mit dem Wickeln? Ja. Überlegen, weil 16 Ballen sind immer mindestens, weiß ich nicht, 35.000 bis 40.000 Einnahmen. Echt? Oh, nein. Wir könnten aus diesem Feld hier knapp 100.000 rausholen. Ja, das. Schon richtig gerade ranfahren wahrscheinlich, ne? Dass du überhaupt kriegst. Und das Wickeln dauert auch immer ein bisschen. Du kannst natürlich auch schon während du wickelst immer versuchen, die so an eine Stelle zu fahren. Ja, ne? Ich versuchte. Ja. Wenn die nachher die gewickelten an einer Stelle hat zum Sammeln.
das tut man mal ein bisschen dran. Ja, stimmt. Mal vorbereiten für nichts, aber ein bisschen Abstand wahrscheinlich halten, damit man damit er ihn auch direkt reinziehen kann dann. Aber dann müssen wir hier auf jeden Fall düngen, damit wir beim nächsten Mal wieder 3 Düngstufen drin haben. Dann könnten wir auch überlegen, weil wir wahrscheinlich sonst nichts zu tun haben, dass wir die kleinen Grasfelder nochmal so bedienen. Und das ist halt Grasfeld 1 und 7 weiß ich nicht, das ist fast zu weit weg. Eigentlich lohnt sich das für 10 Ballen nicht. Oh, das sind wir wieder. Okay. Kurz nochmal Lagebesprechung machen, aber wir sind auch fertig. Fertig mit den Nerven, ja. Ja. Oh. Wer war denn eigentlich? War ich? Ja. Ja. Kommen wir tatsächlich schon wieder zum Ende der heutigen Folge, liebe Zuschauer. Ja. Der Samstag neigt sich dem Ende. Aber auf jeden Fall bei mir. Bei euch gibt es ja auch noch mit Sicherheit einiges anderes heute zu sehen. Schaut mal rein bei den anderen. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen Spaß macht, unterstützt ihr uns mal ganz gerne mit dem Like. Vielen, vielen Dank dafür und dann freuen wir uns, wenn ihr morgen um 14 Uhr hier wieder reinschaltet und dann dabei seid. Bis dann, vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss.